Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir haben heute den 31. Dezember 2018. Jawohl, der letzte Tag des Jahres ist jetzt angebrochen und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, ich mache ein Best of Boxen 2018. Haben sich viele gewünscht, ich habe mir das auch schon länger mal überlegt und jetzt ist es an der Zeit, das Ganze zu machen. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe dieses Jahr mit euch gemeinsam um die, jetzt muss ich selber mal kurz nachschauen, genau 110 Boxen ausgepackt. Von den Bundles und Vinyls möchte ich jetzt gar nicht anfangen, rein nur Boxen 110. Das war echt eine Menge. Da verliert man leicht mal den Überblick bzw. erinnert sich dann an manche mehr, an manche vielleicht weniger. Manche hat man vielleicht auch schon komplett vergessen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich mache so eine Rückblende meiner 10 Highlights der Boxen. Ich habe euch auch noch ein Q&A versprochen. Sorry, dass das noch nicht da ist. Es gab einfach privat und auch beruflich so viel zu tun und so viel Unerwartetes in den letzten Tagen, dass ich es noch nicht geschafft habe. Ich mache das, wir haben jetzt Montag, ich nehme das diese Woche noch auf, versprochen. Also es kommt noch, spätestens Freitag kommt das Video. Und um die Zeit bis ein bisschen zu verkürzen, heute eben dieses Best of Boxen 2018. Gut, wie funktioniert das Ganze? Ich habe mir 10 Boxen rausgesucht, die mir wirklich so im Gedächtnis geblieben sind, die mich wirklich begeistert haben, überrascht haben in diesem Jahr. Und was ich allerdings dazu sagen muss, die Boxen, die ich euch jetzt zeige, die werde ich euch chronologisch zeigen. Das heißt von Jahresanfang bis Jahresende. Es ist jetzt keine Wertung dabei von wegen Nummer 4 ist besser als Nummer 5 oder umgekehrt. Also wirklich, diese 10 Boxen sind für mich allesamt die 10 besten dieses Jahres. Und es gibt da jetzt keine Abstufungen. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie damit noch auseinandergesetzt, welche Box finde ich besser als die andere. Das könnt ihr gerne selbst entscheiden, könnt ihr auch mir gerne in den Kommentaren schreiben, aber es ist wirklich wertungsfrei, meine Top 10 und die sind für mich alle mehr oder weniger auf einer Stufe. Gut, wir fangen an und zwar war die erste Highlight-Box für mich am 12. Januar 2018 und zwar war das Desperados 2 von Kianush und PA Sports. Jawohl. So hat das Ganze ausgesehen. Es war ein riesengroßer Boxkoffer. Und zwar war das dieser sogenannte Hitman-Koffer. So sieht er aus. 12. Januar 2018 erschienen, also mehr oder weniger Jahresanfang. Und damit ich es jetzt nicht irgendwie durcheinander bringe, ich habe es ungefähr noch im Kopf, was da drin war, aber nicht mehr genau, sage ich euch jetzt nochmal kurz, was da genau drin war. Und zwar hatten wir da drin Album, Bonusalbum, nämlich die Sicario-LP, Bonus-EP, Futurados-EP, die Halskette, Sporttasche, eine Maske, und 2 Sticker. Ja, es gab dann auch noch ein Bundle, aber das ist jetzt wirklich nur die Box. War für mich echt ein Highlight, sowohl von der Gestaltung als auch vom Inhalt her. Auf jeden Fall eine meiner Top 10. Gut, wir machen direkt weiter. Machen wir mal die Desperados 2 derweil zu. Dann geht es weiter. Und zwar war das nächste Highlight für mich im März. Und zwar genau gesagt am 16. März. Das war Ausnahmezustand von Rough Fiction. Jawohl. Dieses Album, beziehungsweise die Box, sah so aus, Ausnahmezustand, jetzt fällt mir die Box schon aus der Hand, war vom Format her eine wirklich reguläre, klassische, Standard-Clubbox, ihr seht. Allerdings hatte es der Inhalt echt in sich, denn diese Box war, auch wenn sie eine Standardbox war, echt, echt prall gefüllt. Und zwar hatten wir hier in dieser Box, so, wo haben wir es? Muss mal kurz nachschauen, weil ich habe das ja auch immer, ich schreibe das ja auch immer in die Videobeschreibungen, was ihr alles in den Boxen befindet. Und zwar hatten wir in dieser Box Album, Album Instrumentals, Bonusalbum, nämlich das Album von Crystal F, XX, Bonus EP, die Panzerfreunde EP, T-Shirt, Patch, Fotobuch, Autogrammkarte, doppelseitiges Poster in A2, und Sticker. Also, das war echt eine Menge. Rein so vom Inhalt her überragend, gerade für so eine Standardbox und für den damaligen Preis echt top in meinen Augen. Gut, dann geht es weiter im April. Und zwar hatten wir im April dann die Giftbox von Unique. Das war auch ein richtiges schönes Ding. Diese Box hier, recht groß mit so einer Logo-Banderole. Dann darunter diese Box in dieser Schlangenoptik, so sieht das aus.
War eine große Box, war das Debütalbum von Unique und war dementsprechend unerwartet für mich auch sehr, sehr reich gefüllt. Denn wir hatten in dieser Box Album, Album Instrumentals, Bonus-EP, die Boss-EP, eine Bonus-CD, eine DVD, Poster, also zwei Poster in A0, Bauchtasche, Fahne, Halskette, Sturmhaube, Sticker. Also die Box war echt komplett angefüllt und war für mich sehr überraschend, weil normalerweise gerade so Debütalben, das erste Box-Release ist dann vielleicht manchmal so, naja, aber Unique hat auf jeden Fall die Box voll gemacht und rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt unschlagbar, diese Box. Wie gesagt, das Ganze am 20. April. Dann kommen wir in den Mai. Das ist jetzt dann schon Box Nummer 4. Und zwar, viele werden sich erinnern, eines der absoluten Highlights des Jahres, auch release-technisch oder promophasentechnisch, dieses gute Stück hier, Wolke 7 von Jesus. Lange, lange erwartet, der Nachfolger von Ebbe und Flut. Das Ganze am 25. Mai erschienen. Was man auch dazu sagen muss, die meisten werden es eh wissen, die Box gab es ja in unterschiedlichen Varianten. Nicht nur was die T-Shirt-Größe betrifft, da gab es ja unterschiedliche Größen zur Auswahl, sondern es gab diese regulären Boxen, wie ich sie hier habe. Und dann wurde auch einmal eine Aktion gestartet, wo eine gewisse Anzahl an Boxen von diversen Graffiti-Künstlern besprüht wurden. Und das war auch mal so eine gelungene Aktion, dass man es einfach geschafft hat, dass jede Box so einen individuellen, so eine individuelle Optik hatte und dass jedes dann wirklich so ein Unikat war. Das war echt mächtig. Die Box hatte Album, Album Instrumentals, Bonus-EP, DVD, T-Shirt, Schablone, Sturmhaube, Poster und Sticker, drei Stück. Wobei man dazu sagen muss, dass es auch noch dann eine so eine Sonderedition gab im Mediamarkt oder im Saturn. Ich habe meine damals bestellt, aber es gab dann auch für die Leute, die die Box in den Läden gekauft haben, so eine kleine goldene, so eine Felge, so eine Goldfelge als Schlüsselanhänger. Also das nochmal so als extra Goodie für die Leute, die das Ganze dann regulär im Laden gekauft haben. Okay, dann geht's drei Monate weiter und zwar kommen wir in den August, genauer gesagt an den 31. August 2018. Und zwar war das keine wirkliche Box, beziehungsweise habe ich die Box schon entsorgt, weil es so eine Kartonbox war, aber es war dieses gute Stück hier. Ich hoffe, man erkennt das, was das hier ist. Und zwar ist das der Sitzhocker, der Papphocker aus der SamTV Unplugged Box von Samy Deluxe. Ja, 31. August 2018 hat Samy Deluxe sein MTV Unplugged abgeliefert, nannte es dann passenderweise SamTV Unplugged. Für mich lange erwartet, gerade wegen diesen ganzen Herr-Sorge und sonstigen Verwirrungen meiner Meinung nach. Das ist so wie bei Eminem, dass man irgendwie darauf gewartet hat, dass er mal wieder richtig Rap macht. Im August hat er es dann endlich geschafft. Und diese Box hat beinhaltet Album, Album-Download-Code, eine Vierfach-Vinyl, eine Blu-ray vom Konzert, ein Sitzhocker, eben dieser, und drei Sticker. Was mir da echt gut gefallen hat, also rein vom Format her war es, glaube ich, echt die größte Box, die ich je bekommen habe, weil das Ding hier einfach so verpackt war und es war ein quadratischer Karton, relativ flach, aber dafür unfassbar groß. Und mir hat die Box deswegen so gut gefallen, erstens mal wegen der Vierfach-Vinyl, aber natürlich auch wegen dem Sitzhocker, weil es einfach so einen persönlichen Bezug hat, den man so auch noch nie in einer Box hatte. Also ihr müsst euch vorstellen, auf diesen Sitzhockern sind bei dem Konzert, bei diesem Live-Konzert, bei diesem MTV Unplugged die Leute gesessen im Publikum und auch wenn man nicht bei dem Konzert live dabei war, hat man mit Hilfe dieses Hockers oder mit Erwerb dieser Box dann auch so ein Stück Geschichte von diesem Konzert, so ein Andenken an dieses Konzert und das hat mir echt gut gefallen. Rein von der Idee her sehr gelungen. Gut, wir kommen in den September. Box Nummer 6 war im September und zwar war das dieses gute Stück, Alles oder Nix, Teil 2 von Chata. Der erste Teil ja vor vielen, vielen Jahren erschienen, ein Meilenstein. Und dieses Jahr dann endlich der lang erwartete Nachfolger, Alles oder Nix, Teil 2. Passend zum Thema Geldraub, Goldraub und auch Chata generell in so einer 500-Euro-Scheinbox. Gab natürlich etwas Kritik von wegen, ja, das Design wäre irgendwie vom Kollegen von der damaligen Zuhälter-Tape 4-Box abgekupfert. Ja, kann man natürlich so sehen.
Ich muss ehrlich sagen, ich feiere das Design, egal ob es Kollega mit den 100-Dollar-Scheinen war oder Xatar mit den 500-Euro-Scheinen. Macht sich gut im Regal, ist auf jeden Fall ein Hingucker und was den Inhalt betrifft, war sie auch echt stark. Es gab dazu im Vorfeld noch jede Menge Ankündigungen, was Gewinnspiele betrifft. Also rein von den Gewinnspielen war, glaube ich, das die stärkste Box vielleicht mit JBG3. Und zwar gab es da ja irgendwelche Handyzubehörs, Elektronik bis hin zu Merch von Massari, also Kleidung von Xatars Modelinie, bis hin zu, was gab es noch, Gold, Gutscheine für Gold, was waren das, Goldbarren, so kleine, ich glaube irgendwie 100 Gramm Goldbarren oder sowas, also unfassbar viele Gewinnspiele drinnen. Darüber hinaus gab es Album, Album Instrumentals, Bonusalbum, nämlich Alles oder Nichts Teil 1, den Bonus-Sampler, AGB-Sampler, Autogrammkarte, eine Geldklammer, ein Geldscheinprüfer, doppelseitiges Poster und insgesamt 15 Sticker. Ja, also auch hier vom Inhalt echt unfassbar, was da drin war. Die Gewinnspiele, ja, ich habe mit meiner Box nicht gewonnen. Weiß nicht, vielleicht, falls ihr irgendwas gewonnen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, ob es da Gewinner gab unter meinen Zuschauern in meiner Community. Wenn ja, was habt ihr gewonnen? Würde mich echt heiß interessieren. Und ja, das zur Alles oder Nichts 2 Box. Dann kommen wir in den Oktober, und zwar 5. Oktober 2018. Auch das wird ein denkwürdiges Datum, denn da kam diese Box, Palmen aus Plastik 2 von Raff und Bones. Der erste Teil hat ja echt unfassbar ja, alles abgerissen einfach. Also Erfolge ohne Ende, Gold, Platin, ihr wisst. Und dieses Jahr war es dann soweit, Palmen aus Plastik Teil 2. Ja, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich sehr gehypt war auf das Album und wenn die Single-Auskopplungen echt stark waren, aber meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, hatte es nicht diesen Impact von Palmen aus Plastik 1, aber die Box hatte es definitiv in sich und die war in meinen Augen auch deutlich stärker als die erste Box. Denn wir hatten in der Box das Album, die Album Instrumentals, die Bonus-EP, die Vulcano-EP, die Bonus-CD, nämlich dieses Interview bei Gold Kitchen Radio mit Joker, ein Poster, ein Fotobuch, zwei Parfümproben, ein Kulturbeutel, Schlafbrille, Zahnbürste, Kondom und Nagelzwicker. Also rein vom Inhalt her echt eine sehr starke Box und gerade mit diesem Beste Leben Branding und mit diesem ganzen Kulturbeutel und diesen Gebrauchsgegenständen kann man das echt gut verwenden. Also ich verwende diesen Beutel samt Inhalt echt regelmäßig, wenn ich auf Reisen bin und bin sehr zufrieden damit. Unter anderem deswegen auch im Ranking dabei. Gut, dann kommen wir ebenfalls wieder zum Oktober, allerdings jetzt Ende Oktober und zwar am 26. Oktober. Dieses gute Stück hier, die Delikanle Box von Mert. Rein von der Boxgestaltung war ich etwas enttäuscht, denn die Box ist etwas ja, klapprig, dünnwandig und auch vom Design her in diesem Grau, Mittelgrau, Dunkelgrau. Ja, nicht ganz so mein Fall, etwas trist und farblos das Ganze. Allerdings der Inhalt, der hat es echt in sich gehabt. Und zwar, Sie wissen natürlich alle noch, dass da eine Shisha drin war. Das war ja ein riesen Hype um dieses Ding. Allerdings gab es neben dieser Shisha auch noch sehr, sehr viel anderes. Es gab darin das Album Delikanle, das war so ein Doppelalbum. Die Album Instrumentals, eine Bonus-EP, nämlich die Doppelapfel-EP, die Shisha, eine Autogrammkarte, eine Packung Sonnenblumenkerne. Das war auch ein absolutes Novum, dass ein Rapper Lebensmittel in die Box gepackt hat. Ich bis dato wusste gar nicht, dass das erlaubt ist. Ist scheinbar erlaubt. Eine Gebetskette, dieser Testbier, doppelseitiges Poster, zwei Stück und insgesamt sechs Sticker. Also sehr, sehr starke Box, was den Inhalt betrifft. Mert definitiv abgeliefert und die Kunde ist König Box meiner Meinung nach stark übertroffen. Okay, dann haben wir die vorletzte Box, nämlich Box Nummer 9. Das war dann schon im November, genauer gesagt am 30. November. Und zwar war das diese hier, Authentic Athletic Teil 2 von Oleg Sesh. Oleg Sesh hatte dieses Jahr schon ein Album gemacht, nämlich Rolex Sesh. Und nachdem dieses so eingeschlagen ist, auch mit der Single Magisch, aber auch das Album,
hat ja Oleg Seestan in Verbindung mit diesem Album angekündigt, er macht dieses Jahr noch Authentic Athletic Teil 2. Ja, das Ganze ist jetzt erschienen und da wurde auch ein spezieller Boxinhalt sehr gehypt, und zwar war das diese Alpha Camo Bag. Das hat es auch noch nie gegeben, dass ein Rapper wirklich offiziell mit Alpha ein gemeinsames Produkt in die Box packt, aber darüber hinaus gab es dann auch noch darin Album. Album Instrumentals, wobei man sagen muss, das Album war echt mörderisch. Also das Album hatte, sage und schreibe, wo haben wir es, 32 Tracks. Also das gerade in der heutigen Zeit, wo manche Leute 13 bis 16 Tracks machen, 32 Tracks, da kann man echt nicht meckern. Dann gab es das Bonusalbum von Chacal, nämlich das Fußfesseltape, diese Alpha-Umhängetasche, wie gesagt. Poster in Lebensgröße, das war so ein Starschnitt auf 3 Poster verteilt. Und dann gab es noch 5 Sticker. Also prall gefüllte Box. Und dann kommen wir zur letzten Box. Ich glaube, jeder kann sich denken, was ich da für eine Box gewählt habe. Sie ist am 7.12. erschienen. Es war für mich definitiv eines der Highlights des Jahres, vor allem weil es relativ kurzfristig angekündigt war. Es gab jetzt nicht so die übertrieben lange Promophase, wie man es von dem Herrn sonst gewohnt ist. Ich spreche vom Boss persönlich, Kollega Monument. 7. Dezember 2018 kam dieses Stück raus. Und ja, es wurde lange Zeit geheim gehalten bzw. nicht kommuniziert, was denn die Boxinhalte genau sind. Und so wurde auch ein bisschen so der Spannungsbogen erhöht und in meinen Augen, ich glaube mal, da kann ich auch für euch sprechen, wurde keiner, der die Box vorbestellt hat, enttäuscht. Denn die Box hat beinhaltet Album, Album Instrumentals, Bonusalbum, nämlich Hood Tape 3. Und da muss man jetzt ähnlich wie bei Oleg Sesh auch nochmal auf die Anzahl Bezug nehmen. Denn das Album an sich, Monument, hat 17 Tracks mit unter anderem Features von Nas und Cameron, also wirklich hochwertigste Army Features. 17 Tracks und dann das Bonusalbum, nämlich das Hood Tape 3, auch nochmal 26 Tracks. Das heißt, wir kommen in dieser Box auf sage und schreibe 43 Tracks plus natürlich Instrumentals, aber 43 Tracks in der heutigen Zeit. Unfassbar. Gut, dann war drin eine DVD, ein T-Shirt, und zwar nicht irgendein T-Shirt, sondern ein hochwertiges Deus Maximus Shirt. Ein doppelseitiges Poster, eine Alpha Halskette und 8 Sticker. Ja, das war's soweit. Das waren meine Top 10 Boxen des Jahres. Wie gesagt, keine Wertung an dieser Stelle, sondern alle 10 für mich auf einer Stufe, einfach so meine Jahreshighlights 2018. Ich werde das Ganze jetzt jedes Jahr machen. Vielleicht machen wir dann auch in Zukunft mal irgendwie Vinyl-Highlights, Bundle-Highlights, je nachdem. Box-Highlights auf jeden Fall für mich jetzt ein Fixpunkt. Wird es dann auch 2019, am 31.12.2019 geben. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie seht ihr das? Waren das auch eure Highlights oder habt ihr irgendwelche Boxen jetzt, die ich so gar nicht auf dem Schirm habe? Und lasst uns darüber diskutieren. Wie gesagt, das Q&A-Video kommt noch diese Woche, versprochen, allerspätestens am Freitag. Verspreche ich euch hoch und heilig. Ja, das war mein letztes Video in diesem Jahr 2018. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei euch, bei jedem und jeder Einzelnen, die hier auf diesem Kanal aktiv dabei sind. Wir sind mittlerweile bei über 2500 Abonnenten, haben hunderttausende Views gemacht dieses Jahr, haben mehrere hundert Boxen, Bundles, Vinyls ausgepackt gemeinsam, und ich bin echt jedem und jeder von euch dankbar, die dabei sind, die meine Videos schauen, die den Kanal abonniert haben, die hin und wieder kommentieren oder sich in irgendeiner Weise beteiligen und supporten. Danke, danke dafür. Und 2019 werde ich noch mehr Gas geben, versprochen. Es kommen neue Formate. Ich werde deutlich mehr Zeit für diesen Kanal haben als noch dieses Jahr. Und seid gespannt. Es wird eine ganze Menge hier passieren. Ich werde auch schauen, dass ich generell den Bezug zu euch ein bisschen intensiviere, also dass ich vielleicht regelmäßiger Q&A-Videos mache oder Videos, wo ich vielleicht auch ein bisschen meine persönlichere Seite zeige und dass ihr auch ein bisschen mehr so einen Eindruck bekommt, wer da eigentlich die ganze Zeit diese Sachen auspackt, wer da hinter der Kamera eigentlich so steht. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für diesen Jahresabschluss, für diesen 31.12.
Macht's gut, feiert, passt auf, sprengt euch nicht die Hände weg, kommt gut in das Jahr 2019, rutscht gut rüber und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Alles Gute, passt auf euch auf, wir sehen uns. Ciao.